Da muss man sich natürlich auch fragen, macht die ganze Gesetzgebung in Bezug auf die Bewertungsreserven noch einen Sinn? Sie ist ja komplett ausgehebelt. Meinen Sie nicht, die Politik wäre der richtige Ansprechpartner dafür, statt das Gericht? Die Politik ist als Ansprechpartner nicht geeignet. Die haben sich ja bestimmt keine Lorbeeren eingesammelt, als sie dieses LVRG-Gesetz aufgelegt haben. Wenn sie das gewollt hätten, dann hätten sie im gleichen Atemzug für Transparenz gesorgt. Die Intransparenz ist größer geworden und das ist das Problem der Kapitallebensversicherung. Das ist aber auch ein Sargnagel der Kapitallebensversicherung, dass man nicht bereit ist, für Transparenz zu sorgen. Mir ging es aber auch nicht um diese 657 Euro für mich, sondern einfach darum, dass man auch mal kämpfen muss, Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Wenn wir verlieren, müssen wir ganz sicherlich überlegen, ob man also eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht macht. Die Entscheidung aus 2005 von dem Verfassungsgericht war ja Auslöser für die Gesetzgebung. Und wenn es dann dort wieder landet, dann muss also das Verfassungsgericht sagen, wir haben uns damals geirrt oder wir bestehen darauf, dass es umgesetzt wird. Und dann wird es vielleicht hoffentlich klarere Vorschriften für die Versicherer geben.